Nein, da bin ich falsch. Oh, ich brauche ihn noch. Vielleicht diesen Gräber ihn. Da springe ich nicht runter. So lebensmüde bin ich dann doch nicht. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich da runtergeknallt wäre. Warte mal. Ich brauche Gräberin. Da ist nur einer. Alles auch so. Erstmal Rätsel raten, welcher Verein. Am Ende des Streams wissen wir's. Am Ende löst das Hybrid auf. Ah, das ist aber keine Gräberin. Da sind welche. Frohschuss geht jetzt die ganze zweite Liga durch. Ja. Irgendwann wird er den richtigen Verein haben. Oh Gott. Stunden später. Bielefeld gibt es nicht. Yay! Frisches hat's erraten. Seid gegrüßt. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich danke euch, Herr Darien. Aber mein Dank kommt Hand in Hand mit Sorge. Denn nie zuvor habe ich in Eriador eine solche Streitmacht von Orks gesehen. Gut organisiert und ausgerüstet. Sie haben ein Lager an einem Ausgang am Mückenwasserpass und ein seltsames Symbol auf ihren Bannern und Schilden. Ein Zeichen, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Dieses Lager birgt eine riesige Menge Orks und doch mag der Tag kommen, an dem wir sie triumphierend aus dem einsamen Land vertreiben werden. Leider nicht heute, aber vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft. Es gibt aber noch eine andere Sache, die unsere Aufmerksamkeit bedarf. Eine dringende Angelegenheit mit der Zerstörung des Ork-Lagers am Mückenwasserpass werden wir uns später befassen. Was benötigt ihr? Als ich mich zur Suche nach Radagast am Mückenwasserpass aufmachte, sah ich, wie ein Orkbote in großer Eile von dort aufbrach. Ich eilte hinterher, verfolgte ihn in den Hügeln in Richtung Osten und dann gen Süden. Doch dann wurde meine Suche unterbrochen. Ich konnte ihm nicht weiter folgen, denn am Himmel kreisten widerliche Gräber ihn. Und hätten sie mich erspäht, so wäre dies unsere Sache abträglicher gewesen, als ich zulassen kann. Daher muss ich euch erneut um Hilfe bitten. Der Bote überbringt wahrscheinlich Befehle an die Außenlager. Wenn ihr den Boten abfangen könntet, erfahren wir vielleicht, wie diese Befehle lauten. Damit wären wir gegen die Bedrohung durch die Orks besser gewappnet. Durchsucht die Ork-Lager in Düsterweihe im Westen und kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Befehle habt.
die dieser Bote sicher bei sich trägt. Ich werde andernorts nach Radagast suchen. So, da haben wir alles. Warte mal, da probiere ich es echt mal aus. Cool. Total versprenkelt. Waren wir? Ist das so? Echt? Oh. Wie lange ist das her? Wenn du jetzt sagst 2 Jahre oder so, dann verstecke ich mich. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Ich bin mir also gar nichts. Ja, aber du wirst schon recht haben. Also. Schön. Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Der Halsbad. Hm, wenn die Bilder sehe, dann weiß ich's. Halsbad. Ernsthaft? Sonst erinnere ich mich an solche Sachen. Ich würde ja fragen, habe ich getrunken, aber die Antwort kenne ich. Juhu, Orkbezwinger. Haben wir die fast? Nee. Ob-Befehle brauche ich noch. Das hier? Ach, das ist da oben. Okay, das erklärt's. Befehle. Die haben sie. Braucht also doch nicht da hoch. Muss ja auch was Gutes haben. Komm, springen wir da runter. Was benötigt ihr? Diese Befehle sind in der schwarzen Sprache verfasst. Einer Sprache, welche ich nie zu lernen begehrte. Ich hätte darauf gefasst sein sollen, doch ich hoffte, wir würden sofort etwas Nützliches erfahren. Während ihr die Befehle auf der Spur wart, folgte ich Spuren von Radagast über die Hügel. Ich war nicht alleine auf der Suche, denn eine Gruppe Orks erreichte bald meinen Standort. So musste ich die Verfolgung einstellen und wurde beinahe von den Feinden überwältigt. Auf der Flucht verlor ich meinen Bogen und schaffte es nur mit Mühe und Not, den Orks am Waldrand auszuweichen. Bin nur um Haaresbreite entkommen. Eine knappe Begegnung, die mir etwas Einblick über den Anführer der Orks verschafft hat. Ihr jedoch habt eure Sache gut gemacht. Bald werden wir wissen, was die Orks vorhaben und wer ihr Anführer ist. Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt. So. Buch 2. Was benötigt ihr? Ich wäre den Orks, den ich folgte, leicht ausgewichen, wenn das nicht dieser Oberanführer gewesen wäre, der an ihrer Seite reiste. Uzor, so nannten sie ihn. Und sie zeugten ihm die Art von Respekt, die diese Kreaturen ihren stärksten und wildesten Kriegern vorbehalten. Wahrscheinlich kehrte Uzor über den Mückenwasserpass nahe ein Heraussprung zurück. Das schien sein Herrschaftsgebiet zu sein. Er musste
Er muss getötet und die Befehle, die er erhielt, müssen in unseren Besitz gebracht werden. Rausprung liegt nordwestlich von hier, am nordöstlichen Rand des Mückenwasserpasses und ist von seichtem Wasser umgeben. Bezwingt den Oberanführer Uzur und sucht in seiner Nähe nach einem Brief. Kehrt siegreich zu mir zurück. Dann bereden wir, was als nächstes zu tun ist. Rausprung wird sich als gefährlicher Ort erweisen. Also, habt Acht, ich werde meine Suche nach Radagast fortsetzen. Okay. Gut, dann einmal hier runter. Jetzt dürfen wir uns gleich erstmal wieder durchkämpfen. Die brauche ich nicht, ne? Nee. Also mein Ziel für heute war Stufe 28. Ich denke, das ist ganz realistisch. Und ungefähr mit den Quests, die man so hat, ungefähr bis in dieses Gebiet hier zu kommen. Ungefähr. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Jetzt tun wir ja gerade hier erstmal oben bei den Wetterbergen rum. Ich glaube, danach führen uns noch einige Quests hier nach Minas Eriol. Dann geht es, glaube ich, so langsam hier in die Richtung. Also mal gucken. Aber auf jeden Fall, Hauptziel war Stufe 28. Und das ist, glaube ich, noch ganz... jetzt realistisch angesetzt. Ein Level haben wir ja bereits gemacht. Ich hasse Erkältung. Erkältung sind echt scheiße. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Mal hier durch. Autsch. Einmal in Felsenrunde und Bein gebrochen. Hallöchen. Das wären die Jesse. Mappa, vielen, vielen lieben Dank für 3 verschenkte Subs. An der Typi, Tazi und Luna. Werden sich bestimmt freuen. Vor allem Luna. Ich glaube, Luna wird sich freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Emotes. Wehe, wenn nicht. Na doch! Luna findet ja die Emotes immer richtig klasse. Bei den anderen? Mal gucken. Kommt hier. Noch 5, dann gibt's das erste Emote, das ausgetauscht wird. Ich habe ja 4 Emotes zur Auswahl. Beziehungsweise, was heißt zur Auswahl? 4 Emotes.
die ausgetauscht werden. Für eine gewisse Zeit. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Ich habe zumindest eine Zeit hin und her überlegt, welche ich nehme. Was ich mache. Bin gespannt. Lästige Schatulle. Aber es ist eine legierte Schatulle. Keine lästige. Ach, und wir sind vergiftet. Warte mal. Das heilen wir einmal ganz schnell. von 120, Alter. Das dauert Ewigkeiten. Das dauert echt Ewigkeiten. Also den Großteil werden wir wohl heute schon schaffen davon. Und nicht alles, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir jetzt erstmal keine Schatulle kriegen. Ich habe nämlich keine Schlüssel mehr. Von 120. Hier ist auf jeden Fall so eine Schatulle. Und Hügelgrabeisen. Hügelgrabeisen ist gut. Das brauchen wir. Hallo, Uzor! Uzor? Hallo? Ich glaube, Uzor hat Angst vor uns. Ich glaube, Uzor will nicht. Ich glaube, meine Angriffe wohl nicht. Ich glaube, das Spiel gewinnt schon wieder. Meine Angriffe gehen nicht. Wir sind aktiv und es geht nicht. Okay, machen wir die hinteren. Okay. Oh, Briefe. Ah, okay. Sind schon gespawnt. Ich hasse diese kleinen Bugs. Dass man nicht alles dafür macht, um die scheiß Bezwingertat zu kriegen. Nee, da krieg ich's nicht. Geruf.
Okay, aber bisher noch keine Währung für das eine. Schade. Ich glaube, wir kommen ungefähr auf die Hälfte. Also, was heißt nicht? Nicht nur ungefähr, wir kommen auf die Hälfte. Ich glaube, jetzt können wir auch wieder das Reittier nehmen. Ist das hier noch irgendein... Ah ja. Den Ort, den man entdecken muss. Aha. Kannst mich nicht kriegen. So. Schnitterhauer. Wie lange geht die Bezwingertat noch? 43 Minuten, okay. Jetzt bin ich hier oben auf dem Hügel. Oh, toll. Nett. Lass mich raten, wenn ich da jetzt runterknalle. Okay. Und wieder runter. Was benötigt ihr? Komm mal. Ich stehe mir selbst im Weg. Seid gegrüßt. Was benötigt ihr? Ein weiterer Brief, der in der schwarzen Sprache verfasst ist. Und auch dessen Bedeutung bleibt mir wieder verborgen. Im Gegensatz zum letzten Brief trägt dieser jedoch das Zeichen der weißen Hand. Ich muss herausfinden, welche Nachricht sich dahinter verbirgt. Dies ist keine Aufgabe für euch. Ich bin endlich auf Informationen über den Aufenthaltsort von Radagast gestoßen. Aber es gibt da etwas, das ihr zuvor sehen solltet. Okay. Wie kann ich zu Diensten sein? Als ihr aus den östlichen Ländern zurückkehrte, wurde der Nachthimmel über der Wetterspitze von hellen Blitzen aus weißem Licht erleuchtet. Genau wie bei einem Gewitter, doch keine einzige Wolke verdunkelte den Himmel. Ich glaube nicht, dass es ein gewöhnlicher Sturm war, der Amundsuhl in dieser Nacht heimsuchte. Ich möchte, dass ihr die Ruinen auf der Wetterspitze untersucht. Vielleicht findet ihr ja etwas. Wenn ihr etwas Ungewöhnliches entdeckt, dann kehrt unverzüglich zu mir zurück. Okay. Kriegen wir hin.
So, jetzt aber den Hügel hier rauf. Das hat mich übrigens damals einiges an Zeit gekostet, den Weg hier hochzufinden. Hey, einmal da lang. Wetterspitze. Unbedeckter Fels. So. Jetzt einmal bei schönem Wetter umsehen. Alter. Da müssen wir auch noch hin, da hinten. Da hinten ist das Breland. Es ist ja schon echt geil, ne? Bloß nicht runterfallen. Da hinten waren wir gerade. Und nach der ganz hinten wollen wir heute noch. Das kann ewig dauern. Und dann möchte ich hier einmal noch was machen. Autsch. Einmal hier über diesen Stamm rüber. Und einmal an diese robuste Kiste. Die brauchen wir nämlich für die Bingo-Quest. Okay. So geht's auch. So, dann gebe ich jetzt die eine Quest nochmal schnell ab und dann muss ich noch einmal ganz kurz aufs Klo. Beziehungsweise gehen wir erstmal da in Sicherheit. Da gehe ich aufs Klo. Jo. Quest geben wir gleich ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich.